So, hey Leute, mein Name ist King Sarkasmus und ich werde jetzt diesen Kanal wiederbeleben quasi, nachdem er jetzt ein Dreivierteljahr etwas am Verkacken war. Naja, eigentlich war er nicht am Verkacken. Also es war einfach sehr viel zu tun an unserem Minecraft-Server und deshalb ist das Ganze etwas ins Stocken geraten. Aus gegebenen Anlass, der sich noch herauskristallisieren wird in den nächsten Wochen. Werde ich einmal die Thief-Reihe durchspielen, und zwar Teil 1, 2 und 3. Denn in meinen Augen zählt Teil 4 nicht dazu, weil der scheiße ist. Und ja, das ist halt so. Ja, also das Ganze wird ja auch noch live gestreamt auf Twitch. Wer auch immer gucken möchte in der nächsten Zeit oder uns abonnieren möchte, damit er weiß, wann wir irgendwas streamen, der kann das ja, ne? Steht alles in den Dings hier, in der Beschreibung. So. Bevor ich jetzt noch mehr verballertes Grütz laber, fange ich einfach mal an. Und nicht wundern, da sind auch noch, wenn ich hier Spiel laden, dann sind da noch irgendwelche Safe-Games. Ich habe zwischendurch mal ein paar Sachen ausprobiert. Ich werde dieses Spiel, so wie alle, wie beide anderen Teile auch, auf Experte durchspielen. Ich weiß gar nicht, ob es im dritten Teil gibt es da sowas wie Experte. Ich habe das noch nie gemacht, aber zwischenzeitlich schon mal was ausprobiert. Das ist etwas schwieriger, habe ich wohl gemerkt. Aber das werden wir gleich noch sehen. Also es werden auch für mich viele Überraschungen noch mit dazukommen. So, dann wollen wir mal. Ich brauche kein Training. Ich habe so viel Skill. Ich verkacke auch ohne. Die Cutscenes lasse ich natürlich alle drin und denke ich mal, ist ganz wichtig für die Story. Heute Abend wartet eine leichte Aufgabe. Ich werde in ein bewachtes Anwesen eindringen, einem fetten Adligen sein unbezahlbares Kleinod stehlen und mich unbemerkt zurückziehen. Lord Befford ist auswärts unterwegs und Gerüchten zufolge begleitet ihn der Hauptmann seiner Wache. Das ruft geradezu nach einem kleinen Einbruch. Das vordere Tor von Lord Beffords Anwesen wird ständig bewacht und die Hauptstraße ist viel zu exponiert. Aber Carty meinte, dass es an der Seite einen günstigeren, abgelegenen Eingang geben soll. Nur eine Wache und wahrscheinlich keine lästigen Zeugen. Carty möchte ein bestimmtes Zepter haben. Silbern, juwelenbesetzt, mit den üblichen Verzierungen. Es dürfte einen hohen Preis erzielen. Typisch für seinesgleichen wird Befford seinen Schatz vermutlich auf der obersten Etage des Hauses aufbewahren, nahe seinem Herzen und möglichst fern der Dienerschaft. Warten ist zwecklos. Ich habe den alten Bauplan des Hauses von Carty und wer bei Befford schlafen soll, wird es mittlerweile tun. Es wird Zeit aufzubrechen. Tja, dann sieh mal zu, ne? So. Meine Fresse, ja, das ist eine ganze Menge mehr als bei auf der Schwierigkeitsstufe normal. Schauen wir mal. Schleichen Sie in Lord Beffords Anwesen und durchsuchen Sie den Ort. Ja gut, klar. Das Brunnenhaus an der Rückseite des Gebäudes ist der beste Weg. Versuchen Sie der Wache den Schlüssel abzunehmen. Diebstahl oder der Einsatz des Prügels wäre die leisesten Möglichkeiten. Suchen Sie Lord Beffords geliebtes Punktzepter und geben Sie es weiter an sich selbst. Na klar. Versuchen Sie nicht zu viel Aufsehen zu erregen. Stehlen Sie das Zepter und, während Sie im Haus sind, weitere Gegenstände im Goldwert von insgesamt 700. Keine Währung. Gut. Töten Sie niemanden bei der Arbeit, weder Diener noch Wachen, Haustiere oder sonst jemanden. Haustiere, finde ich, ist sehr geil gewählt, das Wort.
Verlassen Sie das Haus, sobald Sie Ihre anderen Ziele erreicht haben, und kehren Sie auf die Straße zurück. Gut, ja. Fangen wir mal an, was? Denke ich mal. Nehmen wir mit auf jeden Fall ein paar Wasserpfeile. Wenn wir da unbemerkt rein sollen, dann, ne? Ja, und das ist halt scheiße. Das ist zu teuer. Gut, scheiß drauf. Und dann dackeln wir mal los. Ich werde mir übrigens eventuelle Gespräche zwischen Soldaten oder sowas, werde ich mir immer anhören. Also wer dann keinen Bock hat zu warten oder was, der, ja, der im Livestream hat als Pech gehabt und der andere kann halt eine Minute vorspulen. So, ja, sieht ja sehr sexy aus hier. Zu viel, um hier hereinzukommen. Kommst du mit? Nicht für Gold und Güter. Warum? Bist du zu weich? Die Bären tragen jetzt Maulkörbe mit Backendornen. Als ich das letzte Mal dort war, ging es richtig zur Sache. Was kann ich, kann man das hören? Ja, Alter, ey, entspann dich mal. Komm mal runter, ey. Voll aggressiv gleich. Ah ja, okay. Also ich hab's jetzt echt schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Aber die Lampen finde ich geil. Warum auch nicht? Ja, ich glaube, das muss so sein. Das hat man früher so getragen. Er hat nichts. Also ich kenne natürlich nur ein paar Geheimverstecke und alles von früher, von so weit fern. Aber alles, also ich werde wahrscheinlich nicht in allen Missionen 100% bekommen. Also 100% Loot. Komm runter da, ich will die Tür wieder zumachen. Also so ganz am Rande möchte ich mich auch, ja, obwohl das hier kaum jemand sehen wird, möchte ich mich auch gerne mal bei der Fanbase bedanken, die dieses Spiel wieder so weit auf Vordermann gebracht haben, dass man es halt spielen kann. Und die Texturen angepasst haben und die Sounds angepasst haben und was weiß ich. Und also einfach, nee, warte mal, hier muss man noch was aufmachen, glaube ich. Genau. Das ist richtig super. Ich freue mir ein Loch. Okay. Ich glaube, der spricht bayerisch. Okay. Brauchst du mich? Nein? Okay. Ja, alles klar. Könntet ihr vielleicht noch ein bisschen hilfreicher sein? Der Typ hat einen übelsten Slide drauf, wenn er hinfällt. Das sollte er ausbauen, also ich würde dafür Geld verlangen. Ja, na klar, sonst bräuchte ich auch nicht den Schlüssel. Ja, yeah. Oh mein Gott, was ist denn das für ein Brunnen, ey? Man, wo kommt die Suppe eigentlich her? Sieht nicht aus wie ein Standardbrunnen. Mit Licht in einem Brunnen. Na. Aber sicher doch. Also man merkt eigentlich hier schon, dass es schwerer ist als vorher, denn auf normal sind dort nur zwei Spinnen. Und ich habe es vorhin tatsächlich kurz mal ausprobiert, in der Testaufnahme. Die zählen nicht unter Haustiere. Ich darf sie nämlich töten. Stirb, Kartoffel! Aua! Alter, die haut mich. Was für eine Potsau. Na hier, lauf lieber weg, du olle Runzel, du. Hast jetzt davon. Die hab ich voll eingekesselt, ich konnte mich gerade gar nicht mehr bewegen. Was soll jetzt? Wenn ich schon mal hier bin, kann ich mir auch ein paar Andenken mitnehmen. Boah. Wer hat denn das Ding hier versteckt, ey?
so ganz nebenbei für den Livestream, wer irgendwie was sagen will oder mich auf irgendwas hinweisen möchte, ich habe das Fenster nebenbei offen. Ich sehe das, wenn ihr irgendwas schreibt. Falls irgendwas nicht funktioniert oder so, passiert ja leider mal öfter. Schöne Textur. Endlich drin. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich an dieser Stelle, wo der das sagt, wie ich mich da erschreckt habe, damals, als ich das erste Mal gespielt habe. Ich muss erstmal pausieren, ich habe mich so verjagt. Schon, aber ich finde, wir sollten das Gelände außerhalb der Mauern besser sichern. Blödsinn. Die Leute, die wir fürchten müssen, sind drinnen. Nicht, wenn man sie erwischt, bevor sie reinkommen, du Spinner. Ach so. Also früher hätte ich jetzt gewartet, bis er vorbeiläuft, mit dem Pfeil durchgeschossen, aber das darf ich ja jetzt nicht. Ich muss ihn ja am Leben lassen. Auch wenn ich nicht weiß, wie man weiterleben will, wenn man so ein lustiges lilanes Röckchen trägt. Aber ich werde dennoch hier eben auf ihn warten, mehr oder weniger. Komm so bald mal wieder zurück, du Sau. Meine Fresse. Kommt er. Ne, das ist einfach mögliche, ja. Todesquellen ausschließen. Weil ich kenne das, ich muss dann vor irgendwem wegrennen, weil irgendwer mich gesehen hat und dann laufe ich so einem Lappen in die Arme. Da stehe ich nicht drauf. Falls jemand mit dem Genre bzw. mit dem Spiel nichts anfangen kann, das ist ein Schleichspiel. Das heißt, es ist nicht die ganze Zeit nur durch die Gegend geballert und Mord und Totschlag. Wen das Ganze jetzt wundert, ja, gut. Und das war jetzt auch nicht Totschlag, das war Bewusstlosschlag. Stecken wir mal lieber die Leiche, die keine ist. Dreht er sich? Guckt er zu mir oder wo guckt er hin? Im Ernst jetzt mal, guckt er zu mir? Ich glaube, der guckt nicht zu mir. Ja, im Tutorial lernt man, beziehungsweise im Training lernt man, dass das Gehen auf Metallböden sehr laut ist und dass man das vermeiden sollte. Das ist ein Metallboden übrigens. Daher wäre das jetzt richtig hart. Ja, am besten du bewachst ein Tor, indem du dich mit dem Rücken dahin stellst. Oh mein Gott, Leute, im Ernst. Das habe ich ja nie gesehen, dass der mit dem Rücken zu einem steht. Gehen wir mal hier hinten hin. Man weiß ja nie, wo irgendwelche Diener patrouillieren. Mich hier verarschen? Ah ja, sehr rustikal. Also wenn man sich über so kleinere Lags ab und an mal wundert. Na toll, eine Vase. Die muss ich jetzt irgendwo anders so geschmeidig fallen lassen, weil ich weiß, dass da oben in den Zimmern irgendwelche Lappen stehen und eigentlich nur darauf warten, Hilfe zu schreien. Scheiße, wie lässt man denn was fallen? Scheiße, ich weiß es nicht mehr.
Jetzt muss ich erstmal durchprobieren hier. Moment. Dann schmeißen wir es halt weg. Scheißegal. Da war was Wertvolles drin. Na super. Schnarcht auch schon irgendwer. Er wollte sowieso schlafen. Er kann also in seinem Bett tun. Ja, im wahrsten Sinne. Auf seinem Bett. Bitte was? Drei Bedienstete? Die sind neu. Scheiße. Ich glaube, da war auch nichts Wertvolles drin. Ich versuche jetzt einfach mal meine Worte zu ordnen. Ich versuche jetzt einfach mal zu umgehen. Weil einer rennt davon 100 pro los. Ich habe da ehrlich gesagt keinen Nerv drauf. Machen wir mal Duster. Das sah aus wie eine Wache. Okay. Schöner Teppichboden. Können wir hier mal speichern. Und stratzen wir mal hinterher. Ich weiß nicht, bis wohin der läuft. Sir? Scheiße. Sind Sie das? Ja klar, das... natürlich bin ich das. Fuck. Mein Gott, nuschel dir da nicht einen in den Bart und komm wieder an Land. Ich will dich umhauen. Hier ist wohl nichts. Nee, ist er wohl nicht. Wie gut, dass ich mich nicht dahin versteckt habe. Der steht ja fast in der Wand drin. Na los, na los. Jetzt können wir nicht schon hinterher. Oh mein Gott, ja, voll schneller. Wie die immer völlig überrascht sind. Oh mein Gott, ja, ich muss jetzt umfallen. Aber langsam, sonst tut das so weh. Uff, scheiße. Da war auch nie was, Mann. Geht er direkt neben mir vorbei? Den bringen wir mal lieber weg hier. Wenn die nochmal rumlaufen, dann ist das nicht ganz so lustig. Ein Banner unter Haustiere? Weiß nicht. Zum Glück nicht. Ups, Entschuldigung. Boah, nee, da. Wie viele Fackeln hier hängen?
bin harmlos. Tut mir nichts. Hier ist niemand. Nein, hier war niemand. Na, versuchen wir trotzdem mal hier. Oh, cool. Ja, ballert. Yeah, Apples. Apples für alle. Und eine dicke, dicke, fette Lammkeule hier, oder was auch immer. Und ein sehr detailliert gepixeltes Brot. Zettel, Schriftrollen und Briefe werden grundsätzlich vorgelesen. Cedric, bitte sprich wegen des gestrigen Abendessens mit unserem Koch. Obgleich das Mahl meinen Anweisungen prinzipiell entsprach, argwöhne ich, dass das Lamm nicht in diesem Frühjahr geboren wurde. Auch ist mir nicht entgangen, dass er den Salat aufgewärmt hat, um dessen Welken zu verschleiern. Wenn unser Koch nicht in der Lage ist, angemessene Zutaten zu besorgen, kann er ersetzt werden. Und wenn er dieselbe Ausrede bezüglich der Knappheit auf dem Steinmarkt. Nein, die haben nicht ernsthaft Stone Market mit Steinmarkt übersetzt. Vorbringt, erinnere ihn bitte daran, dass das Obst- und Gemüsebudget um die Hälfte höher ist als im vorigen Jahr. Damit müsste selbst er geeignete Lebensmittel einkaufen können. Im Ernst, das habe ich noch nie gesehen. Die haben Stone Market mit Steinmarkt. Oh mein Gott, im Ernst. So, kommen wir hier hin. Ach, hier sind wir wieder bei den drei Lappen hier im Swingerraum da hinten. Schon wieder irgendwo eine Hacke. Okay. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie nochmal anders rumgehen können. Gut. Hier anscheinend nicht. Dann gehen wir halt so rum. Auch Besoffene können gefährlich werden. Mein Gott, ey. Was stellt der denn für Leute ein? Hälfte der Belegschaft ist nur am Saufen. Und haben eine Hakennase. Dann nicht mal das gute Zeug aus den Goldflaschen, die ich klauen kann. So. Was ist hier? Ein Weg nach draußen. Na, was habe ich denn da jetzt gehört? Das könnte gefährlich werden. Pfeile haben wir ja wohl noch ein bisschen. 8 Stück noch, dürfte ja wohl reichen. Fressen wir das Zeug mal auf, was wir da aus der Küche geklaut haben. Das ist bestimmt immer der, der sich irgendwie verkämmt hat irgendwo, 3 Schritte geht und wieder zurückgeht und der mir dann immer wieder den Arsch versohlt hat, weil ich vor irgendwem abhauen musste. Irgendwie gab es hier immer einen, der mir auf die Fresse hauen wollte. Sag ich ja.
Gehen wir mal lieber hier hinten hin. Nein, gehen wir lieber nicht hin. Ich komme da nicht durch. Los, umdrehen, 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 bitte. Ach, dankeschön. Und umkippen. So, dann gehen wir jetzt trotzdem erstmal raus. Sehr schön geworden, der Himmel. Der sah früher auch nicht so aus. Ah ja, das ist also die Rückseite. Okay. Sieht nicht so wirklich spektakulär aus. Wobei ich die Textur des Daches irgendwie ein bisschen... Egal. Sagen wir es mal... Nennen wir es mal nach... unvorteilsmäßig... Oder wie auch immer. Wie geht dieses Wort? Nicht gut gewählt, so. Hier ist tatsächlich gar nichts mehr. Keine Türen, die man rein kann. Kein Fenster, was man aufmachen kann. Kein Kasperkopf, den man wegklatschen muss. Vielleicht ist das aber... Ah, ich glaube, ich weiß warum. Und zwar muss ich ja am Ende, wenn ich alles gemacht habe, muss ich ja wieder auf die Straße zurück. Das kann sein, dass ich dann hier hinten einfach raus darf, damit ich nicht vorne an den drei Wachen vorbei muss. Aber das hätte man natürlich auch irgendwie hingekriegt. Klar doch. Oh mein Gott. Garrett, du Sau, lauf doch schneller. So. Yeah, Essen. Cool, den Teller durfte ich anscheinend gleich wieder einstecken mit. Hier holen wir mal alles kurz und klein. Okay. Da kommen wir her. Da kamen wir auch her. Machen wir erstmal hier unten ein Klarschiff. Dann und dann schauen wir uns oben um. Uiuiuiui. Bogenschützen. Ach, was ich vorhin sagen wollte, wer sich über so ein paar kleinere Lags wundert, das ist wohl so ein kleines Problemchen bei dem Spiel hier. Weiß nicht, ob das, ich glaube, früher war das nicht so, aber er hat wohl ab und an mal ein paar Problemchen bei mir, den ganzen Kram zu laden. Deswegen hakt er manchmal. Das ist bei meinem Bruder auch manchmal so, also es scheint nicht nur an mir zu liegen. War eigentlich noch irgendwo was? Na egal. An das gesamte Personal. Da der Herr heute Abend auswärts speist, haben die Hausangestellten und Diener die Nacht frei. Die Wirtschafter haben aber trotzdem die Räume fertig zu machen und auf Hochglanz zu bringen. Die Hauswache sollte in dieser Verfügung keine Gelegenheit sehen, ihre Pflichten zu umgehen. Jede Nachlässigkeit wird dem Herrn zur Kenntnis gebracht. Cedric. Also, Cedric scheint wohl eine ziemliche Petze zu sein. Weil irgendwie unter jedem Zettel steht sein Name oder obendrauf oder wie auch immer. Ja, warte mal, hier können wir auch noch was wegsnacken. Oder? Nee. Das ist ja langweilig.